Wer ist, wenn ihr euch von den Cops verpisst, verdammt? Von den Cops weg, los! Lass die Cops in Ruhe! Ihr bleibt hier! Wir sind weg von den Cops. Ja. Ohne Licht fährt man nicht. Pass auf! Ohne Licht fährt man nicht! Wow. Verwirrt. Pass auf, die kommen, oder? Nee. Ich weiß nur nicht, wohin ist. Ich hätte das mal brummt. Fort anhalten. Wenn wir nicht los, Herr Officer, wir. Ja, gut. Oh Gott. Aussteigen. Ja, auch bitte einmal. Bewaffnet oder unbewaffnet? Unbewaffnet. Unbewaffnet, aussteigen. Ja, was ist denn los? Huch. Habt ihr einen schwarzen Explorer gesehen? Oder wart ihr das? Und sie verstoßen hier gegen das örtliche Brummgesetz. Ja, wieso das denn? Das ist alles sie eingetragen. Was? Ja, haben wir gesehen. Was gab's? Der brummt zu laut. Ja, aber das muss so, das ist ein Lamborghini. Ach was? Was gab's? Ja, ist ja gut. Darf ich mal sitzen? Ja. Ja. Kommen Sie, Herr McGinty, wir haben ein neues Dienstfahrzeug. Aber was ist denn mit unserem... Ach, Mann. Ach, stimmt, das war... Ja. Nee. Nicht, dass die dann die Polizei eigentlich... Nee. Nee, das brummt eh zu laut. Nee. Das ist richtig. Das kostet Strafe. Ja, weil das zu laut brummt, kostet das Strafe, ja. Oder was? Ja, wegen dem Brummgesetz. Und das hier auch, oder? Darf aber ich mal kurz? Eigentlich ist der ja hier laut, aber der hat einen Klappenausruf hier. Der Stressbarwagen hier. Der ist, Aha. Der ist noch lauter. Aha. Ja. Also meiner ist ja eigentlich leise, wenn der ja noch lauter ist. Die brummen beide. Ja, aber... Ja. Ich stelle Ihnen hiermit eine mündliche Verwarnung aus. Ich will Sie nicht nochmal brummen hören. Richtig. Ja gut, wir versuchen. Kaufen Sie sich einen Tesla. Wenn Sie brummen, dann sind Sie verhaftet. Sie kommen im Gefängnis. Ach so, verfolgen Sie uns dann mit dem Fahrrad da. Also, ja. Ja gut. Ja. Mhm. Jetzt haben wir sie ja auch gekriegt. Ne? Mhm. Ja, und gut. Ansonsten habe ich immer noch hier mein Hilfsmittel. Ja, ja gut. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Respekt einflößend, ja. Oh, ja. Die Verstärkung ist da. Ja, so. Was? Ja, wir sind schon fertig. Was? Wir haben nur gegen das Brummgesetz verstoßen. Die brummen zu laut. Ja, hören Sie mal. Wenn die da Autos anmachen, hören Sie mal, das brummt. Ja. Ernsthaft? Gibt's ja gar nicht. Zum Glück haben sie gute Arbeit geleistet. Haben sie sich schon darauf aufmerksam gemacht? Was ist denn hier los? Worauf? Nee, was ist hier los? Ja, was sind das für Dienstfahrzeuge? Oder sieht das denn aus? Die sind neue Fahrräder. Kommen die aus... Wegen der Umwelt, nicht kommen wie sie. Aus Holland? Ich geb den gleich, kommen wir aus Holland. Ja, was denn? Herr McGinty, reißen Sie sich zusammen. Ah, ruhiger Kollege, bitte den Tesla runter. Passen Sie auf, Herr McGinty. Regen Sie sich nicht um. Das sind zwei Schlawiners und wir können die im Gefängnis stecken, wenn wir wollen. Ja, ja, stimmt. Deswegen bringen Sie sich nicht um. Können doch nicht einer der reichsten Bürger ins Gefängnis. Hören Sie jetzt auf, gegen das Brummgesetz zu verstoßen, ansonsten kommen Sie im Gefängnis. Sehen Sie das als mündliche Verwarnung. Ja, gut. Ja. Wir brummen dann jetzt nicht mehr. Nix heute fest. Wer Sie brummt? Brummt. Also ich bitte Sie, also... Also... Wir sind zu schnell für Sie! Halt an oder ich bremse dich aus! Ich hab einen Dicken hinten drauf! Ah. Oh Gott! Ja, ich wollte gerade zur Werkstatt fahren und dann umbauen! Ja gut. Ja, das hier nehme ich. Ja gut. Ich werde mir einen Tesla kaufen. Ja. Schönen Tag. Der brummt auch! Auch zur Werkstatt fahren. Sofort. Ja. Hat er vorgehabt, glaube ich. Zur Werkstatt fahren, umbauen lassen. Doch, wir haben Nein. Ist zu laut. Warum ihr seid? Denken Sie dran. Jetzt fahren Sie weg. Ja gut. Wir gehen dann mal umbauen. Verkehrsgesetz halten. Ja, ja. Ja, ja. Ich denke mal.
halt. Kann ich gar nicht sein. Oh, wo wird dein Arsch überfallen? Schnell, wir müssen hin. Wo? Das ist die gleiche wie vorhin. So, sind sie jetzt zufrieden? Überfall. Sehr gut. Gut. Ist doch viel besser. Das freut mich. Moment mal. Du bist doch behindert. Warum? Weil, ich kann das erklären. Weiß ein Helikopter. Nee, auf dem Helikopter habe ich jetzt keine Lust. Oha. Ach nö, nie Glück. Verfolgen die uns? Ja. Oh mein Gott, alles ist ja nur deine Schuld. Folgt uns nicht. Ja, weil jetzt vor uns gleich ein Polizeiwagen mit Sicherheit kommt. Wird. Nein, er folgt uns nicht. Deswegen ist er immer noch hinter uns. Wer, was? Scheiße. Jetzt? Glück, ey. Oh oh. Scheiße, du bist doch behindert. Wo ist der? Irgendwo über uns. Wegen der Tankstelle, Mann, du bist doch verrückt. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ein Helikopter in der Luft ist. Hallo? Ramse, mein Wagen nicht! Oh Gott. Scheiße. Ach, ich hab den Deckel dabei, Mann. Das hat doch alles wieder Geld. Du läufst still, verdammt. Was ist denn das Problem? Die Hände bitte über den Kopf nehmen. Hände über den Kopf. Der Herr bitte auch die Hände über den Kopf nehmen. Ich dachte, die wären die falschen Polizisten. Wir sind ziemlich wenig gerade. Herr, ja, können Sie sich vielleicht vorstellen, warum wir Sie jetzt verfolgt haben? Nee. Problem ist, dass wir vorhin eine Alarmmeldung von der Zentrum-Tankstelle in Georgetown bekommen haben. Richtig, und deswegen sind wir von dort geflüchtet, weil da kam irgend so ein Irrer und hat mit einer Knarre da rum die Leute bedroht und sowas. Und das ist richtig. Unser Auto und sind abgehauen. Leider haben Sie momentan das Problem, dass der Helikopter, der gerade eben hier war, Sie dabei beobachtet hat. Oh ja, das ist gut, aber da ist ein Dach drüber. Ich denke mal, er hat gesehen, wie wir geflüchtet sind. Das ist ja auch richtig. Ja, ja, Sie wissen aber auch schon, dass eine Einheit vorhin noch an der Tankstelle mit dran war und die keinerlei weiteren Personen, Fahrzeuge oder ähnliches gesehen hatte. Ja, das war eine Person, der ist dann in den hinteren Raum gerannt. Ja, das ist richtig. Habe ich auch gesehen. Haben Sie das kontrolliert? Was? Ob im Hinterzimmer noch einer ist? Es wurde so kontrolliert, ja. Ich hab da nämlich schon einen Toten gesehen, deswegen, Herr Hartmann. Das ist kein Witz. Wir sind ja jetzt auch freiwillig stehen geblieben. Das Auto ist noch ganz und das können Sie gucken. Ja. Auch, richtig. Apropos Auto, Herr Kollege. Ja. Hm? Was? Könntest du einmal die Radmutter nachziehen? Ja, natürlich. Können Sie uns denn vielleicht sagen, warum der Tankstellenwärter den Alarm auslöst, beide identifiziert und den Alarm wieder aufhebt, wenn sie gerade die Tankstelle verlassen? Na, vielleicht war er auch unter Schock und hat uns verwechselt oder so. Er hat sie verwechselt.
Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was mit Unterschock so alles passieren kann. Also bei uns passiert Unterschock, dass wir flüchten und jetzt stehen wir hier. Ich werde jetzt erstmal kontrollieren, ob sie Waffen bei sich tragen. Der mit dem Band hier hat nur ein Visier dabei und den wollte ich gerade machen. Ich möchte nicht kontrolliert werden. Wir werden aber kontrolliert, Herr Hartmann. Und das ist höchstpersönlich von mir, weil sie mich ja so mögen. Visier dürfen das. Wir haben deine Hautfarbe. Also passt. Wie bitte, was sagen Sie? Wieso sie ein Visier dabei haben für eine Waffe? Ach, so, ich sammle die. Nur verschiedene Visiere sammle ich. Sonst führen wir ja nie was Illegales mit uns mit dabei. Also, wissen Sie doch. Herr Chen, also bitte. Ja, was? Sie sind lang nicht mehr negativ aufgefallen. Ja, das ist richtig. Ja, dann ist jetzt seit langem wieder mal das erste Mal. wem gehört denn die Esther in dem Fahrzeug? Das ist auch meine. Ach so, nee, das ist deine, oder? Das ist seine, alles klar. So. Herr Chen, haben Sie einen Waffenschein? Dann gucken Sie mich an und fragen Sie. Herr Hartmann, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. Wo haben Sie den denn? Der müsste eher in meiner rechten oberen Tasche sein, an der Jacke. Der sein könnte. Waffenschein, wunderschön. Herr Chen, das ist ja Ihr Auto, das wissen wir ja, ne? Ja. Dementsprechend wurden Sie ja auch direkt identifiziert. Bezüglich des Tankstellenraubes, da muss ich mich jetzt nochmal ganz kurz mit meinen Kollegen rücksprechen und dann komme ich nochmal auf Sie zu, ne? Alles klar. Mitkommen. Hallo, wer sind Sie? Ne Neue! Ist der Name oder willst du euch nicht nackt machen? Die Fresse. Fred. Ja? Will ich in den Knast? Ich hab noch nichts gemacht, warum sollen wir denn in den Knast? Ja, bei uns beiden, wir haben immer was gemacht, egal ob schuldig oder unschuldig. Körperstrahl. Bei Bullen auf der Wiese. Oh, Herr Chen, Herr Hartmann. Ja? Folgendes. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Kameras im Overwatch auswerten lassen. Ja. Werden den Tankstellenwärter nochmal genau befragen und die Überwachungskameras auswerten lassen. Ihre Personalien sind ja bekannt, ne? Ja. Dementsprechend, je nachdem, was bei der Ermittlung rauskommt, werden sie auf die Fahndungsliste geschrieben bzw. informiert und können sich dann nochmal zu dem Fall äußern. Okay, werden wir machen. Also, dann wünsche ich Ihnen zwei eine angenehme Weiterfahrt. Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss. Wiedersehen. Lass mal noch ein paar Pilze pflücken. Oh. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, die sehen gut aus hier. Ah ja, die Pilze, die sind gut. Ich hab von der Schwarz seinen Füßen nehmen können. Ich muss reparieren, die Karre ist kaputt. Ach so, deswegen bin ich stehen geblieben. Ja, Mann, ist rot. Ging nichts mehr. Ich hab gerade nicht ins Auto gekommen, ob ich ganz ist. Als ob ich stehen bleib, ey. Ich frag dich, ob er in Enten rennen will hier. Wo ist er? Hör mal, du Typ! Bruder! Hallo! Machst du Bock auf ein Entenrennen? Ente gegen Ente? Jawohl! 5000, das wäre eine gute Idee. 5000er Einsatz, bist du dabei? Okay. Treffen wir uns an der Joghurtbrücke. An der Joghurtbrücke? Ja. Gut, dann kaufe ich die Waffen danach. Ja, ist okay. Okay, wir holen eben das Auto. Das ist eigentlich ein Lagerauto. Ich hab's gekauft als Lagerauto, aber einmal kann man ja wohl noch rennen fahren. Ja, genau. Ente gegen Ente. Hallo. Ja, wir können. Was denn? Ja, was ist denn los? Wir können. Wir fahren oben an der Linie, fangen wir an. Kann schon mal vorfahren. Und, lassen wir die Kurve zählen auch noch, da hinten. Ja, okay. Gut. Ende der Brücke. Was haben Sie denn für eine geile Ente? Die ist getunt, das zählt nicht. Ich hab andere, ich hab andere Felgen drauf. Also, das ist, ja, das werdet ihr ja gleich sehen. Das sind wirklich andere Felgen drauf. Das sieht man ganz bestimmt. Das zählt nicht, Sie müssen eine neue kaufen. Nee, fahren Sie ruhig jetzt da hoch. Das ist alles legit. Gut, das werden wir ja sehen. Als ob ich Sie verarschen würde. Der Motorgeräusch hört sich nur anders an. Ja. Kommen Sie in den Berg da hoch damit?
Gut, los geht's. Ja, nee, da oben geht's los. Erstmal zur Linie. Die Linie fängt oben an. Das werde ich schon noch schaffen. Boah, bergauf geht hier aber. Ich hoffe nicht, dass es Gegenverkehr gibt. Boah, mein Gott. Jetzt kriegt ihr gar kein Tempo, mein Gott. So, der lahme Ente. Ey, der überholt mich. Okay, wo ist denn da vorne beim Teil? Genau, genau. Ja. Ja, ich fahr immer fair, wenn schon Ente gegen Ente. Und dann, da. Wartet mal eben, da kommt ein Auto von hinten. Egal. Bei 3. 1, 2, 3. Ja, gebt ihr doch mal Gas. Möglicherweise eine bisschen getunt. Ja, okay, na, ich geb mal Gas, ne? Hau rein. Ist das Assi, oder? Oh Mann. Er war doch alles fair. Ja. Hast du schön wieder die armen Leute abgezogen? Was denn? Ja. Wann kommt der denn? Morgen oder wann? Ja, warte. Wie lange brauchst du noch? Ja, schön die armen Leute abzocken, ne? Oh, da macht er mal noch einen schönen Drift hier rein. Uiuiui. Ja, guck dann im Gegensatz zu dir. Das war doch ein geiler Drift, oder nicht wahr? Ja, war doch ein faires Rennen, oder? Ja, das war ein faires Rennen. Also sind ja fast mitgekommen. Das wenn sie das eigentlich paar Mal am Tag machen, dann können sie ziemlich viel Geld machen. Ja. Das allein schon die Vorstellung, ja, damit jetzt noch dieser Georgetown fahren muss. Oh. Nee. Wo ist denn das nächste Atem? Ah, nee, lass die Kohle stecken, das passt schon. Das war mir der Spaß wert hier. Nur die Äste, weißt du? Nee. Was ist denn hier los? Können wir jetzt nicht. Zick, die wollen die Cops hochnehmen. Sollen wir den Cops helfen? Nein. Doch. Lass das doch raus. Ne, ne Glock, ne? Ja, Herrschaften. Ich würde Sie kurz bitten, umzudrehen, das wäre äußerst nett. Ja, dann, Wer ist denn euch von den Cops verpisst, verdammt? Von den Cops weg, los! Lass die Cops in Ruhe! Ihr bleibt hier! Weg von den Cops! Hey. Weg von den Cops, sonst stirbt! Halt und die Waffen weg! Lass die Cops los! Lass die Cops los! Los, Abzug! Ja, wir sind in der Überzahl, wollt ihr mich ficken? Seid ihr nicht? Natürlich! Wir haben von der Seite auch noch Kollegen von uns! Wollt ihr mich verarschen? Ja, da gucken wir auch gleich in die andere Richtung! Sag, die Cops sind da weg! Ihr habt keine Chance! Nee, ich hol mich mal ab jetzt! Schnell her, kommt hier zur Tankstelle, so schnell ihr könnt! Macht Abflug! Der bleibt hier! Der bleibt hier! Ja, wenn ihr Beschuss macht, lasst den los! Ja, ihr zieht jetzt hier ab! König! Mann. Ihr seid umstellt! Also entweder ihr... Sag mal, seid ihr taub? Ihr seid umstellt? Seid ihr taub? Wir haben einen Problem. Ein paar Probleme. Wo seid ihr? Hey! Hinterm Gebäude. Verdammt. Sag mal, seid ihr eigentlich doof oder so? Wir haben noch den zweiten Kopf, Junge. Wir haben noch einen zweiten. Wo seid ihr? Kriegst du doch eh nicht hin. Tankstelle, Lami, komm hin. Wir verteidigen die Kopf. Pass mal auf. Wir sind circa 10 Personen. Erstens, die anderen sind in der Nähe. Zweitens. Unsere sind auch in der Nähe, aber ich sag euch die Anzahl nicht. Wir sind ja nicht so doof wie ihr seid. Lass den hier! Finger da weg oder du kriegst einen Kopfschuss! Ihr seid dann, ja, wenn ich tot bin, seid ihr auch tot. Lass den in Ruhe! Simple Sache. Du lässt den in Ruhe. Du entfernst. Lass den in Ruhe. Ihr seid umstellt, seid ihr taub oder was? Ihr seid genauso umstellt, was checkst du da? Ja, also! Ihr lasst die Cops hier und verpisst euch! Sollen wir? Mach dich weg! Komm mir nicht zu. Kommst du mir noch? Der König hat gesagt, nimm den mit und dann kriegst du einen Kopfschuss. So. Wer hat jetzt geschossen? Wer schießt hier von euch? Knallt hier ab. Wer hat geschossen? Verpisst euch einfach lieber! Keiner von uns hat hier geschossen. Wie sieht das bei euch? Schießerei. Ja, ich mach mich gleich auf den Weg, ich muss so schnell reparieren. Ich bin der Tanke. Einer noch im rechten Haus. Ich bin aus beim Mercedes. Wo beim rechten Haus? Den habe ich gekillt, glaube ich. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Der andere? Ja. Der andere wurde schon mitgenommen. Von uns. Gibt es noch von uns? Ich lebe. Ich lebe auch. Ich auch.
Ich hab zwei weggenommen. Bist du hier in der Bude, Fredchen? Fredchen, bist du in der Bude ganz. Fredchen, gib mir eine Antwort, sonst schieß ich. Nein, ich bin nicht in der Bude. In was für eine Bude? Sag Bescheid. Das ist auch nur Fredchen, glaub ich. Ich bin in keiner Bude! Ja, dann wegen dem Atem. Du hast geatmet.